Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel im Mouse Only May. Nein, keine Sorge, wir spielen heute nicht Flappy Bird. Also wir spielen natürlich kurz Flappy Bird, weil ich mich ein bisschen aufregen will. Nein, natürlich nicht, weil ich mich aufregen will, sondern weil ich es brauche. Also nicht, dass ich es jetzt total nötig habe, sondern weil ich es brauche, um das Spiel, was wir eigentlich heute spielen, zu erklären. Ihr ahnt es vielleicht schon im Titel, wenn ihr den Videotitel gelesen habt, Flappy 48 oder Flappy 48. Es hat so ein bisschen was von Flappy Bird. Ich schaffe noch nicht mehr die 5, das ist traurig. Also es hat ein bisschen was von Flappy Bird, so die eine Hälfte. Und es hat eine andere Hälfte von einem anderen Spiel, dazu komme ich gleich. Wenn ihr euch wundert, warum ihr hier so einen komischen Rand habt, links und rechts mit so halbem Text drin, ich muss das Video, weil das halt letztendlich drei verschiedene Flash-Games sind, alles in einem Format aufnehmen. Also ich hatte das schon mal aufgenommen und jeweils das Fenster halt angepasst an das jeweilige Spiel. Und da ich dann mit Flappy Bird angefangen hatte, hatte das dann alles zusammengestaucht auf diese Smartphone-Größe, was irgendwie ein bisschen kacke war, weil die anderen Spiele deutlich breiter sind. Von daher jetzt ein bisschen hässlicher Rand, aber dafür sieht es dann am Ende im Video letztendlich vernünftig aus. Zumindest staucht er oder zerrt er dann da nichts. Das macht's ganz sinnvoll. Ja, also ich denke, zu Flappy Bird muss ich halt nichts erklären. Es ist wahnsinnig nervig, es ist unglaublich bekackte Steuerung. Also die Steuerung ist an sich relativ simpel, aber dieser Vogel fällt halt wie ein Stein, wenn man halt nicht drauf achtet. Und außerdem haut er sich ständig dem Regen irgendwo an und das Vieh nervt einfach nur wie Hupe und es total dafür geeignet, seine kabellose Maus quer durch das Zimmer zu werfen und zu schreien, du hässlicher Pissvogel, ich kack dir in dein Nest rein. Entschuldigung. Ja, soviel zu Flappy Bird. Ich wechsle einmal ganz kurz das Spiel. Wir sehen uns sofort wieder. Kleiner Augenblick. So, da bin ich auch schon wieder mit 2048 heißt dieses tolle Spiel und ihr dürft raten, achso, das ist eigentlich im Mouse Only May ein bisschen fehlplatziert, weil es in der Tat nur mit Tastatur spielbar ist. Aber darum geht es gerade mal gar nicht. Man kann hier halt lustig die Zahlen hin und her schieben. Ich denke, auch das werden die meisten kennen. Man kann hier lustig die Zahlen hin und her schieben. Und immer wenn zwei gleiche Zahlen aufeinandertreffen, gehen sie halt zusammen. Also 2 und 2 wird 4, 4 und 4 wird 8, 8 und 8 wird 16 und so weiter und so weiter. Und wenn man halt nach links drückt, rutscht das ganze Feld nach links. Und wenn man nach oben rutscht, rutscht das ganze Feld nach oben. Oben drückt, wollte ich sagen. Wenn man nach rechts drückt, rutscht das ganze Feld nach rechts. Und nach unten ist genau das gleiche. Das mache ich jetzt aber mal nicht, weil das einem meistens direkt das Spiel versaut. Beziehungsweise wenn man einmal nach unten gedrückt hat, wird es meistens relativ schwer. Man sollte möglichst versuchen, keine Zweien oben zu sammeln. Das macht es dann nämlich in der Regel komplizierter als nötig. Es ist übrigens echt schwieriger, als man denkt. Also so bis 1024 kommt man meistens immer noch relativ easy. Aber 2048 ist dann schon ein Brocken. Kann man nicht anders sagen. So, also ich denke, wahnsinnig viel erklären muss ich hier auch nicht mehr. Ich werde es jetzt einfach noch ein bisschen spielen, weil ich natürlich gerade wieder total drauf hängen bleibe und mir denke so, ach komm, jetzt hast du gerade angefangen, jetzt kannst du auch ein bisschen. Das ist das Fatale an diesem Spiel. Man kann dann einfach nicht aufhören. Und wie ihr es am Namen des Videos jetzt vielleicht schon völlig zu Recht befürchtet, ist das Spiel, um das es heute eigentlich geht, eine diabolische Kombination aus Flappy Bird und 2048, weswegen es halt auch Flappy 48 heißt. Gott, was mache ich denn hier? Oh, das war relativ gut, möchte ich sagen. Damit hatte ich so nicht gerechnet. Aber das passiert hier häufiger mal, dass sich dann das ganze Spielfeld so in Wohlgefallen auflöst, nachdem man denkt, oh Gott, ich habe hier total die Kackscheiße gebaut und dann ist es auf einmal alles total hübsch. Das war jetzt nicht so hübsch. Die zwei da oben
Es ist immer nicht so easy. Ja, gut, das ging noch relativ gut. Sind wir da schon mal wieder bei einer 16. Na, fuck, und jetzt spawnt da oben natürlich die 2 nach. Dreck. So. Nein, dammit. Diese random spawnenden Zahlen, die natzen einen auch manchmal ein bisschen. Und, also, ihr habt es wahrscheinlich eh längst gesehen, aber es spawnen halt immer entweder eine 2 oder eine 4. Also nie was Höheres, was Niedrigeres macht ja auch keinen Sinn. Halt immer 2 oder 4. Meistens 2. Immer wenn man es nicht braucht, eine 4. Ich hätte das vielleicht nicht im Takt der Musik machen sollen, sondern einfach ein bisschen nachdenken, was ich hier tue. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, aber hey, wird schon passen. Irgendwie, hoffentlich. Jetzt da natürlich eine 32 haben, ist schon nicht so geil. Das ist echt eher scheiße. Aber man muss halt echt immer versuchen, so die größeren Zahlen möglichst weit nach oben zu kriegen. Na, die 16, da hilft mir auch noch nicht so. Das so und... Okay, das war schon mal gar nicht so verkehrt. Vielleicht auch doch, ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir gucken mal, was passiert. Nee, hoch auf jeden Fall. Das darüber, das darüber, das da, das... nur noch diese 32 da irgendwie wegkriegen, dann bin ich glücklich. Irgendwie befürchte ich, das wird doch relativ zügig passieren. Ja, sweet. Das war doch mal ganz ordentlich. So, also es ist anfangs auch irgendwie gar nicht so schwer, weil wenn man halt noch nicht so hoch gestapelt hat, ist eben entsprechend auch das Spielfeld noch relativ leer. Wenn das Spielfeld voll ist, hat man natürlich verloren. Also sprich, einfach wenn man nichts mehr bewegen kann, was ja dann zwangsläufig der Fall ist. Ob das, was ich hier tue, gerade total gut ist oder eher nicht. Tendenziell war das, glaube ich, ziemlich super. Das hat gerade relativ viel gebracht. Nett. Und verdammt, jetzt habe ich schon wieder, jetzt, ich kann nicht aufhören. Es tut mir ein bisschen leid, eigentlich will ich ja... So, nein, ich muss gleich auf jeden Fall das Spiel wechseln, sonst kriege ich hier die Krise. Aber es läuft so gut. Hm, 64 wäre natürlich auf der anderen Seite schöner gewesen, aber egal. Sind hier ja nicht bei Wünsch dir was. War jetzt nicht ganz so clever. Wobei, dann kriegen wir 128, dann müssen wir nur die 16 da irgendwie wegkriegen, das geht ja auch total schnell. Ganz super gelaufen. So, hoch,
rechts. Derp. Wow. Und jetzt habe ich nämlich gelitten. Jetzt muss ich nämlich runterdrücken, weil ich nichts anderes machen kann. Und dann spawnen hier oben die zwei und das ist in der Regel... Also jetzt habe ich sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach verkackt. Lass ich mal gucken. Zur anderen Seite schieben sollen, das wäre besser gewesen. Nee, das war es jetzt echt so ziemlich. Da kriege ich noch eine 4 raus, da kriege ich noch eine 8 raus. Oh, wobei. Bam, 1024 Kinder. Jetzt erstmal die 64 hoch, dann nehme ich das Problem nämlich schon mal los. Irgendwie diese zwei da wegkriegen. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Dammit. Links, rechts, hoch, runter, rechts. Ach, das war... Na, egal. Egal. Das war jetzt nicht so geil. Super geil. Sehr, sehr geil. So, ich glaube, ich habe es jetzt eh gleich verkackt. So. Wenn ich die zwei da oben wegkriegen würde, wäre ich total glücklich. Aber oh Gott, wir sind... Nein, ich muss... komm, wir machen hier jetzt mal random Gedönse. Game over, danke. So, und jetzt, ich wechsle nochmal ganz kurz das Spiel. Entschuldigung, dass ich hier so drauf hängen geblieben bin. Sekunde, bin sofort wieder da. Und da sind wir jetzt tatsächlich mit Flappy 48, Flappy 48, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und ja, es ist... es ist einfach die logische Kombination aus beiden. Man, ne? Gleiche Zahlen... Oh... Fallen auf den Boden. Nein, gleiche Zahlen stacken. Ach, fuck, die wollte ich eigentlich dahinter haben. Das habe ich nämlich in der Regel ziemlich gelitten. Ja, okay. Also, es, wenn man eine größere Zahl aus Versehen vorne dran klatscht, kann man es meist schon vergessen, weil das kriegt man nie wieder weg. Und, ja, das hat niemand gesehen. So, der Vorteil ist, gegenüber zu Flappy Bird, es ist einfacher, ein bisschen, weil die Zahlen nicht ganz so steinmäßig nach unten fallen. Dafür ziehen sie sich halt immer, also gleiche Zahlen natürlich immer irgendwie zusammen. Und irgendwann hat man da halt so einen riesen Rattenschwanz hinter sich herhängen, dass das Ganze dann irgendwie doch etwas schwieriger macht, weil man auch mit den hinteren Zahlen hängen bleiben kann und dann fallen halt zwar nur die hinteren Zahlen ab, aber sie fallen ab und dann muss man halt wieder irgendwie viel weiter früher anfangen. Oh, das wird jetzt interessant. Wow. Ah, dammit. Vorteil gegenüber 2048 oder 2048 ist, man muss nicht so viel nachdenken. Also man muss halt nicht gucken, okay, was mache ich jetzt hier nicht als nächstes? Man muss einfach nur darauf achten, dass wenn man eine 2 vorne hat, man keine 4 davor klatscht. So. Das ist so das Einzige, worauf man wirklich achten. Und natürlich auf diese Balken, da muss man auch drauf achten.
Ne? Genau. Das sollte man vermeiden. Erfolgreich ausgewichen. So, und ich überlege gerade. Ich habe es, glaube ich, einmal zu 64 geschafft, aber dann bin ich relativ zügig oder vorbei. Oder ich bin, entweder bin ich kurz vor der 64 verreckt oder ich habe es gerade so geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Das Problem hierbei ist auch wieder, es ist so extremely addictive. Also man bleibt halt hier irgendwie total drauf hängen. Ja, es ist immer dieses typische, ich probiere es nur noch einmal, ach, es muss doch irgendwie und überhaupt und ach komm, jetzt habe ich schon die 32, wenigstens die 64 will ich noch schaffen und dammit, nein, das war nicht nötig, das kann ich besser und das mache ich nochmal und ja, so kann man da ganz schnell massig Zeit mit totschlagen. Also wenn ihr mal ein nettes, fuck, das war blöd, wo bin ich denn da hängen geblieben? Also wenn ihr mal sinnlos eine Viertelstunde Zeit totschlagen müssen. Also dieses Spiel ist perfekt dafür. Also es ist wirklich perfekt dafür. Gibt es natürlich auch inzwischen für Smartphones oder gibt es wahrscheinlich schon längst für Smartphones. Wahrscheinlich war es da sogar noch eher da als im Internet. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kam es auch zeitgleich. Was weiß ich. Auf jeden Fall verlinke ich euch natürlich alle drei Spiele. Also sowohl Flappy Bird, wobei das einfach nicht nötig sein wird, aber ich tue es trotzdem. Als auch 2048, als auch natürlich dieses Spiel unten in der Videobeschreibung. Und bei dem Link hier, also zu dem Spiel, habt ihr auch dann auf der Seite gleich noch die Links mit dazu. Nein! Die Links mit dazu zum Google Play Store und zum Android Store. Also könnt ihr es euch auch fürs Smartphone runterziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ach ja. Und ich. Ah, verdammt, ich kann nicht aufhören. Es ist. Sollte übrigens sich, wenn man so wie ich Musik im Hintergrund laufen hat, nicht unbedingt hier zu sehr auf die Musik konzentrieren und versuchen im Takt zu klicken. Das wird nämlich nichts, habe ich schon festgestellt. So, ich wollte gerade sagen, 44 Punkte noch bis zur Höchstpunktzahl, aber ja, leider hängen geblieben. Schade, schade. Damit, das wollte ich eigentlich nicht. So, die Frage ist, kriege ich. Nein, das ist doch jetzt Kacke. Okay, das war auch richtig scheiße. Was war das denn? Abgesehen von erbärmlich. Irgendwie wäre es mal angenehm, wenn nur Vieren kommen würden. Das wird das Spiel deutlich einfacher machen. Hat auch ein klein bisschen was von Snake, je länger ich drüber nachdenke. Ach ja. So, die 32 haben wir schon mal wieder. Ehrlich, die 64 muss doch drin sein. Das kann nicht so. Also, ich weiß, dass es so schwer sein kann, aber es muss doch irgendwie. Wir sind hier nicht bei Flappy Bird, wo man verzweifelt nach 5 Punkten aufgibt. So, auf jeden Fall neue Höchstpunkte. Nein, noch nicht. Nein, wie habe ich das denn gemacht? Fuck. Na, Dreck. Naja, wenigstens mal Höchstpunktzahl. Ah, Kacke. Es hätte so gut laufen können. Das wäre. Ja, fuck. Die 2 wäre die vorne gewesen. Ich hätte jetzt die 64 gehabt und hätte dann beruhigt abstürzen können. Aber nun gut, so ist es. Schöner Fail zum Abschluss. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen geht's weiter natürlich mit dem Mouse Only May. Dann etwas strategischer und weniger Geschick, also auch ein ganz klein bisschen Geschick, aber längst nicht so viel wie hier. Trotzdem sehr, sehr, mir fehlt das deutsche Wort für addictive. Suchterregend?
süchtig machend. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorweggreifen. Schaltet einfach morgen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und macht's gut, haut rein und tschüss.